Ey! Ey! Hör auf! Ist die Kamera, Jan? Ich Hallo, liebe es, wenn Jan sie guckt. Ist das Tims Mutter da? Ja. Ja, muss ja nicht. Warum ist sie so genervt? Ich hab mal angefangen zu drehen. Was hast du gesagt? Alles voll! Sieht aus wie Malermeister. Du siehst aus wie Mann. Das hat er nicht gesagt. Und Alter, Digga, was ist das denn für ein SM-Shit, Bro? Der Muskel wird gedehnt. Digga, das ist zu viel. Ja, du darfst aber den Kopf nicht so viel bewegen. Du hast den doch bewegt. Was ist schon nass hier? Es hat noch nicht mal angefangen. Ja, ich hab dich gerade voll gespritzt. Alles okay? Ja. Hallo, mein Name ist ein Video von uns. Diesmal mit einem besonderen Gast, den ihr bislang noch gar nicht kennt. Tina Tequila im Original. Ja. Das ist so geil. Die haben so viele Insider. Die könnten ihre komplette... Jan, guck mal, wenn Jan bei Tim einmal Weihnachten feiert, ne, dann beleidigt er die ganze Familie weg. Und der wird ja dann jedes Familienmitglied kennenlernen. Das heißt, die werden die ganze Zeit... dann Insider haben. Das heißt, Tim kann mit seiner kompletten Familie einfach Videos machen. Stimmt! Er ist so clever, Digga, ich schwör. Beste Konzept, einfach Tourette haben. Tolles Konzept. Heute Tims Mutter noch mit dabei. Da freuen wir uns sehr drüber. Die Mutter sieht aber übel süß aus. Sieht mega nett aus, ne? Wieder eure Gefahr für die Allgemeinheit. Mein Gott, Wespe. Oh mein Gott, die wird dich töten. Ich hab Angst vor Wespen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt wer würde eher. So ähnlich wie wir das mit deiner Mutter eigentlich schon gespielt haben. Jetzt wird die nächste durchgenommen. Alter. Dass dieses Mal du hinter uns stehst. Und Jan und ich haben euch nach wer würde eher Fragen gefragt. Und wer die. Und das wird dann so aussehen. Aber es war ja nur mit der Nasenspitze drin. Alter. Digga, wir haben einfach die besten Videos. Digga, das ist einfach viel zu klein, dieses Gefäß. Hast du gesehen, der schlägt dir voll den Kopf da drauf, der Arme. Was? Junge, was? Junge, what the fuck? Ich werde abwechselnd vorlesen und du musst dann entscheiden, von wem. Du kennst uns beide ja ziemlich gut, muss man sagen, weil meine Mutter war auch vor allem. Ich bin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sandra. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Digga, was wollt ihr lauter? Das Video oder was? Amina, sagt es doch, ihr Affen. Schreibt doch nicht einfach lauter in den Chat. Dämlicher Müllchat, Alter. Dumme Affen, Digga, die gucken 3000 Leute zu, die schreiben nicht anständiges Allo. Vor allem am Anfang von der ganzen YouTube-Zeit sehr viel mit uns unterwegs und so, ne? Das stimmt. Und deswegen wird sie dann entscheiden, wer von uns beiden etwas machen würde oder eben nicht. Und dann. Ich schlage Leuten den Channel mit Feuerlöschern ein. Das stimmt. Der Landkreis Kleve hat das gut durchblickt. Ich wünsche euch auf jeden Fall immer, wie immer sehr viel Spaß. Deutsche Memes, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. Auch bekannt als Gewitter. Was ist das für ein Ehrenmann? Das ist wirklich einfach nur dumm, Digga. Ich liebe ja nicht. Shisha reinböfen, hallo. Was bist du da? Willst du anfangen oder soll ich anfangen mit Vorlesen? Ich bin gespannt, ob da Sachen dabei rauskommen, die du noch nicht weißt. Man weiß es noch nicht. Wer würde eher um 13 Uhr total alkoholisiert werden? Ja! Boah, du hast selber deinen Kopf da reingehauen. Der hat selber seinen Kopf. Der hat selber seinen Kopf so rüber drin. Ja, und hat ihn da reingehauen. Junge, ja. Ey, Digga, was? Ich hab's ja gerade schon von mir ausgedacht. Du hast ihn einfach. Alles voll! Du hast dich einfach selber reingedrückt. Ey, Junge. Aber what ja, das the fuck, sein. Digga, what ja, the fuck? Jetzt hab ich Haarspray im Mund. Danke, Tina Tequila. Du hast dich selber. Tina Tequila wahrscheinlich, oder? Tina Tequila! Ich hab überhaupt keinen Happy. Du hast Haarspray. Mein eigenes Haarspray. So. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Echt? Warum ich nicht? Glaube, warum nicht? Weil der Jan alles isst. Weil der dumm ist. Ich glaube, for real, Jan wird wirklich länger überleben, weil Tim ist zu dumm für sowas. Ich schwör, Tim würde. Guck mal, wenn Tim hingehen würde, sich Feuer macht, ne? Der zündet sich einfach selber an, wenn er schafft und ist tot, das war's. Und weil der Jan. Trotz Schwerbehinderung lebe ich länger. Ich glaube, der ist ein bisschen härter in manchen Sachen. Ich hätte auch in der Baracke in Usedom also auch was geschlafen. Aber wenn es da keine Medikamente für seine Epilepsie gibt, kippt er irgendwann um. Ja, die nimmst du ja dann mit. Und dann stehe ich irgendwann wieder auf. Nein. Die wieder aufstehen. Ich mache im Dschungel eine ketogene Diät. Mit Medikament. Auch ohne. Wer würde eher Tequila trinken?
da wieder selber seinen Kopf da reindrückt die ganze Zeit. Ne? Meinst du, in seiner Schüssel ist einfach Wodka drin? Guck mal, die beiden lachen den so aus. Haha, der Alkoholiker. Ja, ich wollte dich reintun. Und das sollte ich lassen. Beim letzten Mal alles voll gekotzt. Alles voll. Du, ne? Ja, und der Hauseingang. Okay. Ganzen Hauseingang voll gekotzt. Boah, ich bin so rot wie eine Tomate, ey. So wild. Wer würde eher den Flug verschlafen? Boah, die drückt die aber mit Hass da rein, ne? Ja. Digga, die hat beim CIA gearbeitet, Alter. Wirklich. Das ist Waterboarding, sein Vater. Boah, du warst ja so gemeint. Und das ist sogar schon passiert. Ja, das ist passiert. Und du bist so ein Langschläfer und du machst den Wecker einfach aus und schläfst weiter. Und ich kann dich wecken. Das stimmt aber. Ich jetzt schon und aus. Ich hab dich früher geweckt. Und du hast gesagt, ich bin wach und dann hast du einfach weitergeschlafen. Ja, ist Mut. Also Lügen tun wir ja auch noch. Ich würde niemals lügen. Ja, der Tim hat nämlich den Flug nach Berlin verpasst, als du da einen Drehtag. Ich bin aber immer noch fest davon überzeugt, dass ich die ganze Zeit wach war. Ich war ja zu dem Zeitpunkt bereits in Berlin und ich habe mich auf dem Weg zum Drehort gemacht. Da kriege ich so eine Nachricht von Tim, ich habe leider den Flug verpasst. Tim, perfekt, Digga. Aber ist nicht schlimm, Bro. Ganz ehrlich, die können auch ohne dich klarkommen. Jan ist hier der Star, das darf ich nicht sagen. Ich mag beide wirklich gerne, oder? Magst du beide? Sag mal ganz ehrlich. Ja, ich mag beide. Beide super liebevoll, freundliche Menschen. Die denken immer, ich hasse Tim. Tust du's? Perfekt, das war's mit dem Video. Stimmt, du warst ja schon da. Ja. Oh mein Gott. Wer würde eher nackt einkaufen gehen? Warum ich? Bro, was macht die, Alter? Die hat richtig Spaß, ne? Weil du eigentlich auch da so keine Hemmungen hast. Ihr beide eigentlich nein, nicht, glaube ich. Sogar. Ihr seid beide da. Glaube ich ganz locker. Habe ich doch recht, oder? Würde ich du hast doch stören? Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Ich würde Jan sagen. Ja, auch ganz ich würde auch Jan sagen. Die macht es richtig. Ja! Aber nur wegen Gisela, wegen den Ticks. Ja, das stimmt. Glaube ich, dass irgendwie, also jetzt nicht. So missverständnismäßig. Genau, genau, als Missverständnis. Ich warte nur auf den Tag, bis es passiert. Bisher war nur die Psychiatrie drin. Ja, komm, Bro, gehen wir noch zusammen schön ein Saufen, ne? Das erste Mal Terrorland in Nordkorea, gar keinen Bock. Wer würde eher in einem Film mitspielen? Ich glaube keiner. Ich bin zu für dich. Also ich glaube ich keiner. Glaub ich das macht Tina Tequila lieber selber. Also ich glaube... sagen, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ist das weird? Nein. Du wurdest in einem Porno gezeugt. Und ich bei einem Dreier. Ach. Warte. Sind denn da noch die Lampen alle an? Ja, ich hab die Lampen ja alle an. Wer würde eher auf einem Spielauto durch einen Drive-In-Schalter fahren? Warum ich? Doch, das glaube ich. Auf so einem Bobbycar könnte ich mich dir gut... Boah, das würde ich sogar wirklich machen. So. Du fährst mich auf dem Bobbycar nach Belgien. Du bist auf einem Bobbycar, wie soll das hier funktionieren? Aber es gibt doch auch welche mit Anhänger. Kannst du da einen Anhänger rein? Digga, what the fuck, Alter? Da fahren wir auf der Autobahn nicht auf der Überholspur. Digga. Wer würde sich eher bei RTL bewerben, um Punkt 12 Moderator zu werden? Also ich meine, das Bewerbungsgespräch hattest du ja eigentlich. Hast du diese dreckige Lache gerade von Tim gehört? Hör mal. 12 Moderator zu werden. Bro, what the fuck, Alter, Digga? Also ich meine, das Bewerbungsgespräch hattest du ja eigentlich schon. Ich habe mich bislang da nur beworben für eine Reality. Das haben sie gut gemacht. Die andere Kollegin wohnt ja da oben. Hallo Birgit! Da würde er ein One-Hand-Stand im Bootshaus haben. Nein, da würde ich sagen, doch. Nein. Sie ist Augenzeugin von der Roten. Ganz genau. Ach so, Tim. Okay, erklär mal ganz Tim. Kurz. Tim. Ihr wisst immer noch nach wie vor, ich kenne diese Dame auch. Da war nichts. So, wir mussten eine kleine Unterbrechung machen, weil ihr ein bisschen viel überfordert wurde. Alles war voll. Hier war gerade alles voll. Alles voll. Oh, die Jungs, ich lieb die einfach. Kommt das bei dir noch rein? Bah! Nee, Kippenstummel. Nein. Bah! Bah! Da sind Zigarettenkippen drin. Ja. Mach das bei dir doch rein. Okay. Soll ich dir was erzählen? Der hat ins Hotel gepisst im Waschbecken. Digga, what the fuck? Einfach von der eigenen Mutter und hopps. Oh, guck mal seinen Blick. Das stimmt nicht. Das stimmt. Warum in nimmst die du Deutsche Bahn. Die, warum nimmst du die Story jetzt vorweg? In der Deutschen Bahn? Ja klar, aber auf der Toilette in der Deutschen Bahn. Nee, im Waschbecken. Nein, das stimmt. Dreckige Sau. Ich würde das... Warum? Nein, das machst du nicht. Das hast du nicht gemacht. Nein. Ja. Liebste Mutter von Tim. Gisela, du bist so gemein. Wir können hier mal ganz kurz... Wie oft waren wir jetzt schon mit Tim saufen?
Wir können ja mal ganz kurz aus dem Nähpest, Digga, scheiß drauf, Alter. Tims Mama, Tina Tequila, Tim ist ein super Typ. Ne, Sandra? Der ist top. Ja, also. Der ist top. Das Waschbecken. Wer würde eher Sachen im Ofen verbrennen lassen, weil man ans Handy gegangen ist oder es verschlafen hat, einfach die Zeit vergessen hat? Na. Ach so. Wow. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich meine, die könnten Geschwister sein, oder? Wir beiden. Real Talk. Meinst du? Ja, ich finde die. Die kennen sich halt schon sehr, 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 sehr lange. Ja, und ich finde, die haben irgendwie eine Ähnlichkeit. Glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Du sagst, Luca und ich sehen gleich aus. Ja. Sandra, Digga, wirklich. Ich muss euch die niceste Story erzählen. Und zwar habe ich auch immer gesagt, dass die beiden sich ähnlich sehen. Und da hat eine Frau im Hotel einfach gesagt, Digga. Are you twin brothers? Also Zwillingsbrüder. Und ich habe es so abgefeiert. So ein Bullshit aber, Digga. Weil ich finde, du und Luca, ihr habt irgendwie Ähnlichkeiten. Hä? Nein, haben wir nicht. Doch. Bro, wir sind halt beide nur arrogant und hübsch, das war's. Meine Eltern im Urlaub und ich bin irgendwie abends von Feier nach Hause gekommen und hab mich aufs Sofa gesetzt und hab mir noch ein Kräuterbaguette reingehauen in den Ofen. Und auf einmal werde ich wach, weil es klingelt und ich gehe so zur Tür und überall ist der Feueralarm auf einmal an und ich sag so, hä, was geht ab? Und da standen da die Nachbarn, die meinten, brennt hier die Küche oder brennt hier die Wohnung? Und ich so, hä, warum? Dann habe ich nur gesehen, dass aus der Küche so richtig viel Qualm rauskam. Du hast einfach gesagt, es ist nichts passiert, es war gar nichts. Wer würde eher... Perfekt, Digga, der lügende Tim. Auf Malle eine Gesangskarriere. Ich hab. Boah, Bro, Digga, die hat ihn aber gerade richtig ertränkt, ne? Der war noch nicht mal fertig. Du, auf jeden Fall. Ja, wird auf Malle anderweitig durchstarten. Ja, der. Er ist so ein Ehrentyp. Und ein absoluter Alkoholiker ist er auch. Hier unten stehen und würde klatschen. Und saufen. Ne? Beate! Dann würde er das Gesetz brechen. Das heißt ja schon, wenn du zu schnell fährst, hast du schon das Gesetz gebrochen. Ich bringe uns beide um! Das waren nicht meine Worte. Ja, natürlich. Wer würde eher mit Tequila Tina ihren Tequila trinken? Willst du eigentlich erzählen, wie die Story entstanden ist? Nein. Doch, soll ich sie euch erzählen? Ja. Da war alles voll. Alles voll gekotzt mit deiner Tequila-Kotze. Ach, wie willst denn du das wissen? Ich weiß das. Ach, das ist ja nur ausgedacht. Du warst ja gar nicht dabei. Ja. Hat Tims Mutter echt gekotzt bei dem Tequila? Weiß ich nicht. Also Jan sagt es die ganze Zeit und Gisela ist ja eigentlich immer ehrlich. Ja, ne? Ja, wobei, das stimmt nicht. Gisela sagt doch, er hat Nacktbilder von mir. Das stimmt auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Bei dir. Aber auf deinem 21. Geburtstag haben wir nur viel Tequila getrunken. Und deswegen Tequila, Tina, weil du mit dem Tequila angekommen bist. Ganz genau. Und weil ich alle zum Tequila-Trinken animiert habe. Ja. Und auch die trinken mussten, die gar nicht wollten. Mama, ich mag. Auch die trinken mussten, die Auto gefahren sind. Die hat sie auch gezwungen. Alle nein! Nein, der Tina! Du trinkst das jetzt! Mama, nein! Du trinkst das! Mama, ich bin 7, sauf es! Das war übrigens der Geburtstag, wo ihr das Video gesehen habt, wo Mo und Cengiz den Jan überrascht haben. Wo Torres. Genau. Keine Ahnung, Digga. Vielleicht hat, kennt der eine oder andere. Falls ihr denn das geschissen bekommt, ist es sogar gerade hier unten verlinkt. Ich glaube nicht. Du kleine Scheißwurst. Wer würde sich eher... Nach dem Tequila letztes Jahr brauchte sie nämlich eine Schubkarre. Mitlaufen war da nichts mehr. Am nächsten Tag auch nicht. Dabei. Ich war die ganze Zeit am Start. Da ging diese Diskussion. Nichts mehr. Das Auto war voll, der Hausflur war voll, alles voll, die Straße voll. Ja, der Eimer, alles voll. Der Eimer, was für ein Eimer. Ja. Wer würde eher Pferd fallen? Oh, Digga, die haut immer den Kopf dann auch vor dem Arm, der hat schon genug Schäden. Aua! Der Tim ist früher geritten, als er klein war. Aber da du geritten bist und vielleicht auch immer noch auf Pferden reiten kannst. Mit roten Pferden. Die reitet der Tim. Warum hast du das denn so komisch betont? Ich? Naja, ich bin ja nicht. Du bist aus der Vorkriegszeit. So siehst doch aus. Dankeschön. Gerne. Ich weiß. Leute, wir holen mal kurz eine Lampe, damit ihr was seht. Wer würde eher ein Abi haben? Tini, du hast recht. Dankeschön. Digga, mittlerweile ist es komplett schon dunkel, ne? Wissen wir ja, dass der Tim Abi hat. Das haben wir ja teuer gekauft, wie die Leute immer so schön waren. Hops genommen, Digga. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Ich glaube, Tim ist extrem dumm. 100.000 Euro auf den Tisch gelegt und dann hat der Tim sein Abi gehabt. Ja. Nein, Scherz. Nein, Scherz. Kein Scherz. Ich versuch's so bei jedem und Leisten. Ehre genommen. Er hat mit Bravour eins. Gemacht, mit viel Lernen. Und gerade so knapp. Wer würde eher Revi dissen?
Ich liebe beide. Der Diss-Track kommt. Genau. Der kommt, ich habe schon was gehört davon, ist ziemlich cool. Ach, die machen Diss-Track gegen dich. Sandra? Rewe, du wirst so hops genommen. Sandra, jetzt ganz kurze Frage. Kurze Frage. Wenn ich, also ich mache einen Diss-Track. Ich werde mir auch irgendeinen Rapper dazu holen. Uh-huh. Die wollen sich irgendwie 257 oder so dazu holen. Sandra, ich brauche keinen krassen Rapper als Feature. Kriege ich von dir eine Hook? Für den Diss-Track? Ja, was ist eine Hook? Dann mache ich dir eine Hook. Der Refrain. Kannst du singen? Nein. Können wir irgendwas mit Autotune machen? Ja. Okay. Boah, ich wollte mich immer schon mit Autotune hören. Okay, machen wir. Kriegen wir hin. Oh, chillig. Safe, Bro. Safe. Auch. Das Feature steht, Leute. Feature steht. Ich hole mir auf keinen Fall Loredana, die nimmt meinen Eltern das Geld weg. Also mit den Katzen. Oh, ich hasse. Wer würde sich eher mit den Tequila-Tinas treffen? Eigentlich du, ne? Ja, eigentlich ich natürlich, ne? Was ist denn jetzt passiert, Alter, Digga? What the fuck? Ich war gerade richtig erschrocken. Ich dachte gerade, wieso wird da gerade, Digga, das ist Matthias wild. Reim in die Schüssel getunkt, Alter. Kennst du Matthias das, Reim? Nee. Verdammt, ich lieb dich? Doch, verdammt, ich lieb dich. Sieht genauso dich. Aus, oder? Also, nein. Da von oben. Ich dachte gerade, das. Egal. Alles voll. Da hat die Hohlbirne dich reingedrückt. Ja. Wer würde eher freizügig? Ich hätte gar keinen Bock mehr. Gleich wieder Gewitter im Kopf, wie du gerade sagst. Mein Rücken juckt so. Ich pell mich komplett, ne? Am professionell. Ich bin ja aus dem Alter raus. Oh ja. Bei dir wollte ich mir nicht vorstellen. Aber bei dir auch nicht, oh mein Gott. Alles klar, bei mir schon. Seitdem ich halt rote Haare habe. Oh. Dein Sohn war schon in meiner Mutter drinne. Paroli, danke für den Resub. Ist das so? Einmal eine Milf. Alter, Digga, what the fuck? Gefällt dir das Format so? Das ist richtig geil. Wer würde eher bei Mitten im Leben mitspielen? Zur eigenen Mutter, das ist stark. Zur eigenen Mutter, das ist stark. Ja, safe. Ich hab mitten im Leben, ich brauch da nicht mitspielen. Oh, damn, Bro. Also mal gute Tim-Hops genommen, Alter. Ganz ehrlich, Petition dafür, die Mutter mit Tim austauschen zu können. Einfach Gisela und Mutti und Tina. Ich hab mitten im Leben. Soll ich das jetzt als Front auf mich werden? Absolut. Oh Gott. Wer würde jemandem ehrlich ins Gesicht sagen, dass er hässlich ist? Bro. Komm, ich angucke. Aber Gisela auch. Oh. Aber ja, ich meine, war ja auf ehrlicher so. Basis. Ich sag das ja zu jedem. Habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, dass ja, du hässlich aussiehst? Du hast mir das von Anfang an immer schon gesagt. Du hast alles Mögliche zu mir gesagt. Das siehst du noch viel schlimmer aus. Wer würde eher eine Schlägerei anfangen? Ich fühl Tims Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der auch mal Stream. Also nicht, dass meine Mutter sich jetzt schlagen würde. Also, aber du lässt dir halt auch nichts gefallen. Nein. Ich guck mal, ob das da kann ich jetzt kommt. Sagen, wenn die nochmal ein Video mit dir sehen, wo du aber die ganze Zeit vor der Schüssel bist. Wie vor der Schüssel? Vor wie an Schüssel meinem Geburtstag. Da wurde gekotzt. Wir wissen es mittlerweile. Die ganze Nacht vor der Schüssel. Soll ich euch was erzählen? Ich bin auch schon mit dem Kopf in der Schüssel eingepennt. Und das war das Scheißloch. Oh Jan! Digga, ganz ehrlich, Gisela ist manchmal so taktlos, wa? Beenden wir gleich. Alles voll! Video. Danke, dass du mal mitgemacht hast. Wer würde eher seinen Penis in der Öffentlichkeit zeigen? Ich weiß wer. Aber ich würde das eher machen. Das lösen wir jetzt nicht auf. Auf jeden Fall hat es dir denn Spaß gemacht. Mir, ja. Super. Hat richtig, also ich sag mal, die ersten. Das Format ist auch geil, das gibt's nämlich immer auf TikTok. Und danach sehe ich so aus. Symptom, danke schön also, für den Sub. Wenn ihr nochmal Lust auf ein Video habt, wo du aber die ganze Zeit hier vor dem Ding bist, das wo war ich jetzt. Die ganze Zeit nass bin. Ja, aber das war ja nur beim Handy. Machen wir das einfach mit dem Gartenschlauch. Würdest du nochmal mitmachen? Ja, ich glaube schon. Okay, war lustig. Na. Auf jeden Fall, hat dir auch Spaß gemacht. Ja. Sehr ach, schön. Die beiden sind einfach so toll.